Wie du deine erste kleine Automation Schritt für Schritt aufbaust, zeige ich dir in diesem Video. Make.com, Link unter diesem Video, kannst du kostenlos einen Account erstellen und klickst dich durch und kommst in den Bereich Szenarien. Szenarien sind Automationen in Make.com, die mehrere Schritte beinhalten. Deine Liste ist noch leer. Create New Szenario. So erstellst du eine neue Automation. Wir wollen jetzt ein kleines Support-Ticket-System machen, das mit einem simplen Google-Form, Leute füllen das aus und wir wollen diese Tickets dann in Trello auflisten. Ganz simpel. Also ich habe hier ein kleines Formular gemacht, das kannst du kostenlos mit Google-Forms machen, Name, Problembeschreibung, Website, E-Mail. Und wir haben ein Board gemacht in Trello, da in der linken Liste sollten diese neuen Tickets reinkommen und dann kann ich sie weiterziehen, wenn ich sie jemandem zugewiesen habe oder wenn sie in Bearbeitung sind oder dann auch erledigt. Okay. Dafür brauchen wir zuerst einen Trigger. Ein Trigger ist das, was die Automation auslöst. Das ist jetzt, wenn ein neues Formular abgeschickt wird. Ich suche nach Google Forms. Google Forms und Watch Responses. Triggers when a new response is received. Super, genau das. Hier mit Add deinen Google-Account verbinden, wenn du Google Forms verwenden willst. Meines ist schon verbunden. Form ID ist wahrscheinlich das hier. Probier das mit dieser Zeichenfolge in der URL meist nicht mit. Ein Response aufs Mal erstmal. Gut, für alle Einträge. Gut, der Trigger steht, glaube ich. Jetzt wollen wir das in Trello reinpeppen. Das habe ich noch gar nicht mit Make verbunden. Und wir wollen Create a Card. Jetzt Trello habe ich noch nicht mit Make verbunden, also klicke ich hier Create a Connection. Sam Trello Connection. Connection ist überflüssig. Und da muss ich ein bisschen durchklicken hier. Allow. Select die Liste, Board, Support Tickets, dann die Liste Eingang, das ist die Liste hier links, da sollen sie rein. Okay, jetzt kann ich sagen, okay, das kommt von den violetten Google Forms her, also setze ich eine Farbe, Labelfarben in Trello, Members. Ich kann es mir direkt zuweisen, wenn ich will. Mache ich jetzt nicht. Name of the card. Jetzt, wie heißt diese Card in Trello? Da nehmen wir jetzt Variablen von Google Forms. Und zwar nehme ich jetzt einfach den Namen der Person. Nehme jetzt mal Name einfach. Description, Problembeschreibung rein. File Upload könnte ich noch hinzufügen im Google Form, mache ich jetzt nicht. Und dann mache ich hier Umbruch und noch die Website rein und die E-Mail rein. Das könnten wir natürlich ein bisschen sophisticateder machen, wenn wir wollen. Jetzt haben wir unsere kleine Automation. Ich klicke Save. Jetzt Run Once. Nichts passiert, weil noch niemand dieses Formular ausgefüllt hat. Okay, ich gehe jetzt also zu diesem Formular und sage hier Sam Testi. Problembeschreibung Lorem Ipsum Text und Website und Submit. Gut, jetzt wurde etwas ausgeführt hier. Jetzt lasse ich es nochmal laufen. Jetzt hat es ein Problem gemacht, aber es kam schon weiter. Okay, die Felder sind noch nicht gut abgefüllt. Aber jetzt, weil ich es schon einmal durchgeführt habe, habe ich
Beispielsdaten. Und jetzt, wenn ich hier klicke, sehe ich Beispielsdaten. Und jetzt bei Answers Name öffnen. Und Text Answers war vorhin nicht hier. Value. Okay, das weg. Gut, dasselbe machen wir hier. Problembeschreibung, Website, E-Mail. Also Problembeschreibung müssen wir wirklich den Wert holen gehen. Hier unten Value. Dann Website, dasselbe. Und E-Mail ebenfalls. Dann sollte unsere Automation bereits super funktionieren. Das heißt, ich speichere das Ganze und jetzt probiere ich es nochmal mit dem gleichen Inhalt. Choose where to start. Dann wähle ich jetzt diesen Eintrag, damit ich das nicht nochmal ausfüllen muss. Okay, und dann run once. Wird es wieder rot oder wird es jetzt gut durchlaufen? Irgendwie funktioniert das, glaube ich, nicht. Sonst müsste es hier eine 1 haben. Nichts ist in Trello. Das heißt, ich fülle das einfach nochmal aus. Sam, Testi 2, Lorem, Website. Und E-Mail. Wie habe ich das gemacht? Submit. Okay, jetzt ist etwas Neues hier. Run once. Jetzt lief es durch und ich habe eine Card hier in Eingang. Da drin ist Lorem Text, Website Link und E-Mail Adresse. Wie cool ist das? Das ist deine erste kleine Automation. Jetzt kannst du hier aber natürlich auch noch AI hinzufügen, alle anderen Module hinzufügen, deine Daten verarbeiten und mächtige Workflows machen. Ich kann das jetzt hier einschalten, unten links, damit es alle 15 Minuten läuft zum Beispiel. Und sagen, hey, alle 5 Minuten soll das laufen oder jeden Abend um 6 Uhr. Wie cool ist das? Wenn dir solche Videos gefallen, gib mir einen Daumen hoch, abonniere diesen Kanal und see you in the next video. Bye-bye.